Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute haben wir einen Nuboard Newline AW1100 zum Woofer-Tester. Wir werden die ganze Serie sehen, also wir werden ihn auch messen und wir werden ihn noch zerlegen und wir werden ihn auch dann im Fazit die Messkurve im Raum sehen. Heute fangen wir mit dem Woofer-Test an von der Serie und wir haben wieder unser Wasserfass mit einer Perle hier oben, um mal zu sehen, wie gut das Gehäuse ist, wie gut es ausgesteift ist, wie stabil es ist. Er wiegt 35,5 Kilogramm, also sehr stabil. Hat eine 12 Zoll oder 30 cm Membran eingebaut. Das Chassis ist von Peerless. Jetzt Timpani. Und ja, der Verstärker ist sehr potent. Wir schauen uns das Ganze in der Frequenz 20, 30, 40 und 50 Hertz an. Und wir bringen das Gerät mal ein bisschen ins Schwitzen. Und mal schauen, erstmal den Membranhub und zum Schluss dann hinten drehe ich das Gerät rum. Im zweiten Teil des Videos schauen wir uns dann die Strömungsgeräusche bei den jeweiligen Testfrequenzen an. Und ja, fangen wir an mit 20 Hertz. Das Gehäuse ist ruhig, nicht groß was zu merken. Für die 20 Hertz macht er wirklich sehr, sehr viel Hub. Wir haben ja dann auch im Messvideo mehr zu sehen. 30 Hertz. Sehr, sehr laut. Auch hier, das Gehäuse ist ruhig. Ich erhöhe die Lautstärke mal ein bisschen. 30 Hertz ist nicht viel los. Gar nichts. Sehr, sehr entspannt das Ganze. Also 30 Hertz, da ist sein Haupteinsatzort. 40 Hertz. Oh, verdammt laut. Auch hier, Gehäuse ist sehr, sehr ruhig. Schalldruck, extrem viel Schalldruck. Extrem viel Schalldruck. Ich mache auch nicht so lang, weil das meine Ohren nicht lange mitmachen. Und jetzt schauen wir uns die 50 Hertz noch an. Keine Bewegung im Wasserglas. Auch hier erhöhe ich mal ein bisschen. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Schauen wir uns dann gleich das Gerät noch Strömungsgeräusche an. Bis gleich zum zweiten Teil. Ich baue jetzt um. So, willkommen zurück. Jetzt schauen wir uns mal die Strömungsgeräusche des AW1100 an. Da haben wir ihn. Und hier haben wir auch das Messgerät angelegt, den Gliedermaßstab. 1 Meter lang oder 1,20 Meter und da unser Stück Papier, wir fangen mit 20 Hertz an. Also hier sind kaum Strömungsgeräusche. Wir sind jetzt hier bei 20 cm und da ist nichts mehr. Also bei 20 Hertz ist bei 20 cm schon nichts mehr groß. 30 Hertz. Hier kaum Strömung bei 10 cm. Na komm, falsche Taste nochmal gekommen. So, 40 Hertz. Auch da bei 10 cm schon nichts mehr. Sehr, sehr laut. Und die 50 Hertz noch. Auch hier gar nichts los. Da ist schon bei 5 cm nichts mehr. Also das Rohr an sich ist sehr, sehr
ja, wie soll man sagen, großdimensioniert. Wir haben hier 10 cm Durchmesser, 40 cm Länge. Das ist schon sehr opulent gemacht. Strömungsgeräusche wird man hier nicht hören. Im Raum auf keinen Fall. Das ist dann bei dem XW 1200, vielleicht kriege ich den auch noch. Schauen wir uns den dann später mal an. Tschüss, bis zum nächsten Mal.